Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WCTV Insight. Folge 2, Thema Balleimer. Wir zeigen einfach jetzt mal ein paar verschiedene Organisationsfragen. Außer der Philippa, die ihr aus Folge 1 schon kennt, ist auch die Mara dabei, die uns jetzt hilft zu erklären, dass man auch Balleimer mit verschiedenen, mit mehreren Leuten trainieren kann. So, die Organisationsform jetzt ist, ich spiele für beide Spielerinnen immer im Wechsel 3 Bälle ein. Es soll Vorhand, Topspin aus der Halbdistanz, aus der halben Vorhand kommen. Dann ein Topspin aus der halben Rückhand. Und dann soll ein Kreuzschritt in Außen-Vorhand erfolgen. Und das sind dann die 3 Bälle. Im Anschluss daran spiele ich genauso weiter, nur die andere Person. Die Philippa fängt an. Philippa, Vorhand, Topspin und Außen-Vorhand als ein bisschen Halbdistanz. Ne? Zack. Und über den Ball. Und die Mara. 1, 2, 3. Gut. Philippa. 1, 2, 3. Gut. Mara. 1, 2. Und außen vor. Oh. Müssen wir mal treffen. 1, 2, 3. Und die Mara. 1, 2, 3. Und die Philippa. 1, 2, 3. In der ersten Folge habt ihr verschiedene Zuspiele kennengelernt. Jetzt zeige ich euch, dass es auch Sinn macht, weiter vom Tisch weg zu spielen. Man kann ein bisschen Abwehrspiel simulieren. Jetzt mache ich eine Kombination wieder mit 2 Spielerinnen, die ihr von gerade kennt. Ein Ball ist die Abwehr, also ein Unterschnitt, und ein Ball mit Überschnitt und weiter weg vom Tisch. Das heißt, die Spielerinnen haben relativ viel Zeit, den Ball lange zu beobachten und damit auch ihr Timing besser anzupassen. So, immer 2 Bälle, Aufgabe Tim. Spin und nach vorne. Gut. Spin und zum Spalten. Sehr gut. Spin und zum Spalten. Gut. Spin und zum Spalten. Sehr gut. Spin und zum Spalten. Sehr gut. Spin und zum Spalten. In dem Zusammenhang, dass man mit 2 oder 3 gleichzeitig Balleimer machen kann, kann man natürlich auch sehr spezifische Schnelligkeitstraining machen. Ihr wisst, ein Tischtennisballwechsel dauert ja manchmal 1 Sekunde, manchmal 10 Sekunden, in der Regel 4, 5, 6 Sekunden. Und dann dauert es ja auch wieder ein bisschen Bälle zu holen. Und man hat eine kleine Pause, bis man wieder den nächsten Ballwechsel spielt. Das kann man natürlich sehr gut auch mit 2 oder 3 Spielern machen, indem man immer 4, 5, 6, 7, maximal 8 Bälle einspielt. Dann ist derjenige für den kurzen Moment fertig, dann spielt der nächste, dann der übernächste. Und der erste Spieler fängt wieder an und dann habt ihr eine ähnliche Pausen, Belastungsgestaltung, die es dann auch im Wettkampf ist, und habt ihr diese spezifische Geschichte zwischen Belastung und Pause und könnt das am Ball einmal ganz gut simulieren. So, jetzt haben wir eine Übungsform, wo beide auf den Spielseiten stehen. Wir machen die einfachste Form. Die Philippa bekommt einen Unterschnittball in den Vorhand zugespielt, zieht den Ball in 2 Drittel Vorhandbereich der Mara und Mara versucht einfach den Ball gegenzuziehen. Immer ein Ball, Philippa zieht, Mara übernimmt. Philippa, du kannst ruhig ein bisschen nach vorne ziehen. Gut. Sehr gut, gut, Mara. Gut. Sehr gut. Das Ganze kann man noch komplexer gestalten. Ich spiele der Philippa einfach jetzt mal einen Ball kurz ein. Die muss mit dem rechten Fuß nach vorne. Legt den Ball kurz. Mara kommt auch nach vorne, schubt Philippa in Vorhandhälfte an und dann zieht Philippa den Ball frei und Mara versucht den Ball zu blocken. Ich gebe wieder nur mit dem ersten Einspiel den Auftakt für einen Ballwechsel für die Übungsform. Sehr gut. Ja, komm. Was an der Form relativ gut ist, ich habe zwar wenig zu tun, ich kann aber viel beobachten und viele Korrekturen geben. Philippa müsste mit dem Abstand ein bisschen gucken, hat den Ellbogen ein bisschen näher ran. Mara macht ganz gut vor und zurück, kommt aber beim Zurückbewegen etwas nach oben. Also ihr seht, es gibt ganz viele technische Aspekte, die ich hier auch beobachten kann und wo ich mit dem Einspieler immer Einfluss nehmen kann. Wir kommen zum Schluss des Videos zu einer weiteren Form. Da geht es ein bisschen mehr ums Einspiel. Ich spiele einfach nur einen Ball kurz ein, der kommt zurück und dann spiele ich mit dem nächsten Ball weiter. Das heißt, ich spiele jeden Ball einzeln. Mara, einfach kurz ablegen. Sehr gut.
So, das waren einfach nur ein paar Beispiele. Man könnte das ausbauen ohne Ende. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne an WGTV wenden. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere hat was gesehen, was er übernehmen kann. Und ansonsten verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Euer Stefan Schulte-Kellinghaus. Ciao.